Zeit also, nochmal tiefer einzutauchen. Und deswegen gehen wir jetzt durch jede Mission, durch 4, durch 5, durch 6 und machen das wie folgt. Ich habe gleich in jeder Runde einen Stellvertreter für ein Startup aus der Runde eingeladen. Diese pitchen uns nochmal ganz kurz eine Minute lang ihre Idee, die sie Stand jetzt entwickelt haben. Und dann begrüße ich jeweils den passenden Partner dazu. Die haben Sie gerade schon auf den Folien von Charlie gesehen. So, und ich möchte starten mit Work Be Next. Und dafür begrüße ich Julia Michel. Das ist die Co-Gründerin von Planko und Jürgen Herr. Entschuldigung, Leiter der strategischen IT und Digitalisierung bei Schaeffler. Und zuerst, ja, Frau Michel, übergeben wir das Wort an Sie. Ja, hallo zusammen. Also ich bin Aurelia von Planko und mit Planko haben wir die erste Benefit-Plattform speziell für Non-Desk-Mitarbeiter. Das bedeutet Mitarbeiter, wie der Charlie gerade schon angekündigt hat, die keinen Bürojob haben, sondern zum Beispiel in Logistikzentren oder in Krankenhäusern oder wie auch bei Schaeffler in Produktionshallen arbeiten. Und diese Mitarbeitergruppe, die ist an ihren Arbeitsort und an die Arbeitszeit gebunden. Und deshalb möchten wir genau jenen jetzt Benefits anbieten für eine bessere Work-Life-Balance. Und das sieht dann so aus, dass wir an den einzelnen Standorten so eine sogenannte Work-Neighborhood gründen. Und das bedeutet, dass sich die Mitarbeiter wie unter guten Nachbarn jetzt über unsere App miteinander vernetzen können und sich gegenseitig zum Beispiel Empfehlungen geben oder Gefallen austauschen. Und für jeden Gefallen können dann automatisch in unserer App auch Punkte gesammelt werden. Und diese können die Mitarbeiter dann wiederum für Rabatte bei lokalen Geschäften einlösen. Und das kann dann zum Beispiel bei dem Supermarkt um die Ecke sein und dort können sich die Mitarbeiter dann auch direkt ihre Einkäufe bestellen und liefern lassen. Und dass das möglich ist, stellen wir an jedem Standort am Ein- und Ausgang auch noch ein smartes Schließfachsystem auf. Und dann kann zum Beispiel ein Mitarbeiter um 22 Uhr nach einer Spätschicht da ganz einfach seine Einkäufe abholen. Aber auch genauso seine Paketlieferung oder einen Gegenstand, den er sich von einem Kollegen ausgeliehen hat. Und somit ermöglichen wir den Mitarbeitern dann mehr Flexibilität. Die können Geld sparen, aber sich vor allem auch besser mit den Kollegen vernetzen und somit das Gemeinschaftsgefühl vor Ort stärken. Und für den Arbeitgeber bedeutet dann die höhere emotionale Bindung zum Arbeitsplatz natürlich, dass die Krankheitstage reduziert werden können, weniger Kündigungen, aber vor allem auch die Attraktivität für zukünftige Mitarbeiter kann dadurch gesteigert werden. Vielen lieben Dank, Aurelia. Jetzt möchte ich von dir zuerst mal wissen, du kamst in dieses Projekt rein, das Thema war vorgegeben, du wurdest zusammengewürfelt mit Menschen, die du vielleicht auch gar nicht unbedingt vorher kanntest. Wie entstand dann diese erste Idee und wie hat diese sich vielleicht auch über die Zeit verändert und entwickelt? Ja, also es war auf jeden Fall sehr spannend, mit so unterschiedlichen Leuten zusammengekommen zu sein. Ich glaube, wir hätten uns so wahrscheinlich nie irgendwie getroffen und wären auf die Idee gekommen, ein Startup zusammen zu gründen. Aber das ist wirklich das Schöne, dass wir uns dann über die Zeit so gut kennengelernt haben. Und die Idee hat sich dann darüber entwickelt, dass wir ja die tolle Möglichkeit hatten, mit Corporate Partnern wie Schaeffler zusammenzuarbeiten und dann direkten Zugang auch zu den Mitarbeitern zu haben. Und deswegen haben wir ganz am Anfang erstmal mit einer Runde gestartet, wo wir ganz viele Interviews mit den verschiedenen Mitarbeitern von den Firmen geführt haben. Daraus hat sich dann so nach und nach die Idee entwickelt. Dann haben wir auch noch eine Umfrage gemacht. Wir hatten viele Brainstorming-Sessions und so weiter. Und genau so hat sich dann nach und nach immer wieder aus User-Feedback und unseren Ideen und Recherchen die Idee weiterentwickelt. Ich habe mir auch euren Podcast angehört. An der Stelle eine herzliche Einladung an alle. Es gibt auch den The Mission Podcast, wo jedes Startup nochmal sozusagen vorgestellt wird im Gespräch. Und da war auch relativ klar, dass ihr gesagt habt, nee, wir konzentrieren uns wirklich auch speziell in den Mitarbeitern, die wirklich in den Fabriken stehen, die Blue-Collar-Worker, wie man so schön sagt im Amerikanischen. Warum genau der Fokus? Genau, also man hat es ja, wir haben den Fokus sozusagen am Anfang schon mal so als Aufgabenstellung bekommen. Und es hat sich auch einfach gezeigt, dass es mehr als sinnvoll ist. Man sieht es ja jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie, genau die Mitarbeiter sind diejenigen, die noch vor Ort sind, die eben weniger Flexibilität haben und da auch wirklich einen Mehrwert sehen. Und in unserem ersten User-Test, den konnten wir direkt schon mit den Mitarbeitern vor Ort, in dem Fall bei Schaeffler, sprechen. Und man hat auch wirklich gemerkt, wie gut es dann ankommt. Und das war natürlich sehr schön zu sehen. Und das Tolle ist auch, dass es aber auch genauso für die Büromitarbeiter vor Ort dann funktioniert.
Also quasi statt, dass man umdrehen, wir wollten das einfach mal umdrehen, statt dass man erst das für die Büromitarbeiter macht und das können die Produktionsmitarbeiter dann auch nutzen, machen wir es genau andersrum. Herr Henn, an der Stelle erstmal vielen lieben Dank, dass Sie da so tatkräftig unterstützt haben und Zugang gegeben haben zu Ihren Werken, zu Ihren Mitarbeitern. Mitarbeiterzufriedenheit steht ja irgendwie ein Stück weit dahinter. Wie binde ich Menschen mehr an meine Firma, sorgen dafür, dass sie wirklich gern zur Arbeit kommen? Wie hat sich dieses Thema in den letzten Jahren entwickelt? Fachkräftemangel haben wir ja immer mehr. Ist das inzwischen ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Schaeffler? Hey, absolut. Ich meine, wenn wir also mal anschauen, auf was wir uns generell konzentrieren, dann natürlich neben Produkten, Prozessen etc., glaube ich, sind wir uns alle einig, dass die Mitarbeiter und Mitarbeitenden am Ende letztendlich die Erfolgsfaktoren sind. Und von daher schauen wir da regelmäßig drauf, was können wir tun, auch neben diesen klassischen Dingen, ja, natürlich Gehaltsmaßnahmen etc. Aber ich glaube, die Aspekte drumherum, wie ich die Arbeit attraktiv machen kann und in die Arbeit, immer die Work-Life-Balance-Thematik, die wir immer diskutieren, wie kann ich die wirklich leben? Bei uns, ich meine, wir haben, Aurelia hat es genannt, die Produktionsmitarbeiter. Wir haben 60.000, der Großteil unserer Mitarbeitenden sind Produktionsmitarbeiter. Und häufig fallen die so ein bisschen, ich will nicht sagen hinten runter, da werden hinten betrachtet. Aurelia hat es, glaube ich, sehr schön gesagt, dass wir mit vielen digitalisierungsneuen Konzepten typischerweise immer anfangen, ja, im Büro und dann habe ich die Dinge, da geht es auch viel einfacher. Aber wir wollten das auch bewusst mal umdrehen und haben deswegen die Aufgabe gegeben in dem Work-Thema, schaut euch mal an, was können wir in der Verbindung Nachhaltigkeit, Digitalisierung für unsere Produktionsmitarbeiter machen. Und ich glaube, Aurelia hat es auch sehr schön gesagt, wir fanden das ein sehr gutes Beispiel. Es hat ein bisschen, glaube ich, gedauert und Charlie hatte das vorhin auch mal, man muss ab und zu mal nachschärfen, aber genau das gibt ja der Mission wieder in dem ganzen Ansatz und wir sind eigentlich sehr happy mit dem Ergebnis, soweit, aber gibt natürlich auch noch ein bisschen was zu tun. Es gibt noch was zu tun, deswegen das als letzte Frage an dich ganz kurz, Aurelia. Was sind jetzt eure nächsten Steps? Ja, genau, also es gibt noch zu tun und ich glaube, sowas wie die Ideen nachschärfen, das hört niemals auf. Und unsere nächsten Steps sind jetzt wirklich, wir haben schon Prototypen von unserer App getestet, wir sind jetzt in der Entwicklung für den nächsten Schritt. Und jetzt möchten wir da wirklich nächstes Jahr mehrere Pilotprojekte machen, auch bei Schaeffler. Und dann quasi nochmal mit mehr Mitarbeitern, mit der nächsten Version von unserer App, bei anderen Unternehmen auch unser Konzept testen, weiterentwickeln. Das sind die nächsten Schritte. Dann drücken wir dafür die Daumen. Vielen lieben Dank, Aurelia. Herr Henn, Sie sehen wir gleich noch auf einem kleinen Corporate Partner Panel. Und deswegen möchte ich jetzt direkt übergehen zu unserer nächsten Mission. Das war The Mission 5, Mobility Be Urban. Und dafür haben wir eingeladen Giuseppe Fior di Spina, Marketingdirektor SEAT Deutschland und Theresa Fürst. Sie war Co-Gründerin von Passelo. Genau, Theresa, und wir übergeben direkt an dich. Schieß los, was macht ihr? Ja, hi zusammen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, denn Passelo ist unter den Mission-Teams ja in dem Sinne was Besonderes, weil unsere Idee nicht auf einer Softwarelösung beruht, sondern wir ein Hardware-Produkt entwickeln. Also für all die, die uns während der Mission 5 noch nicht verfolgt haben, wir entwickeln eine additive Gepäcklösung für E-Scooter, die es ermöglicht, Alltagsgepäck sicher und bequem auf dem E-Scooter zu transportieren. Und das Besondere, dass die Lösung eben auf alle verschiedenen Modelle von E-Scootern permanent montiert werden kann und klappbar ist. Das heißt, sie ist sehr platzeffizient und gut geschützt, wenn man sie nicht braucht, aber dann eben für Fahrten mit Gepäck kann man sie ausklappen und sie bietet Platz für Alltagsgepäck verschiedener Formen und Größen und eben bis zu 30 Kilogramm. Und genau durch diese Eigenschaften ist sie eben ideal geeignet für alle verschiedenen Anwendungen im Alltag. Also egal mit dem Koffer zum Bahnhof oder mit Einkaufstüten auf dem Rückweg vom Supermarkt. Oder wenn man zum Beispiel die Kiste Bier transportieren muss, denn wer schleppt die schon gerne zu Fuß nach Hause? Genau. Und seit dem Ende von The Mission 5 im Mai ist bei uns sehr, sehr viel passiert. Wir haben nicht nur unser Produkt so gut wie fertig entwickelt und unseren Businessplan fertiggestellt, sondern wir haben im Oktober auch einen sehr essentiellen Meilenstein erreicht. Und zwar haben wir gemeinsam mit einer Patentanwältin unser Produktpatent eingereicht und sind dadurch jetzt in einer
sehr spannenden Phase der Kundenakquise mit B2B-Kunden. Und in den laufenden Gesprächen haben wir tatsächlich schon sehr positives Feedback sowohl von E-Scooter-Fachhändlern als auch den Sharing-Anbietern erhalten. Und deswegen Blick nach vorne sind die nächsten Schritte bei uns jetzt auf jeden Fall die Produktzertifizierung zum einen und eben auch die Produktion einer ersten Serienproduktion für unser Produkt. Und damit wir damit dann eben im Frühjahr nächsten Jahres eine Pilotphase angehen können und dann wie geplant im Sommer 2022 in den Markt eintreten. Und dafür sind wir, ich hoffe, das ist okay, dass ich das in dem Rahmen jetzt mache, gerade auf der Suche nach Business Angeln. Das heißt, kurzer Aufruf an das virtuelle Publikum da draußen. Wenn Sie oder jemand in Ihrem Netzwerk Interesse hat, als Business Angel gemeinsam mit Parcello neue Standards für Mikromobilität von morgen zu definieren, dann ja, freuen wir uns, wenn Sie in Kontakt mit uns treten. Und ich bin mir sicher, dass wir da gemeinsam viele neue, großartige Schritte gehen können und ja, das Produkt in den deutschen Markt bringen. Theresa, du hast mir jetzt sehr viel meine Aufgaben schon abgenommen. Wir wissen schon genau, wo ihr steht und wo ihr hin wollt. Sag mir doch mal ganz kurz, wann bist du das letzte Mal mit einem E-Scooter gefahren und was hättest du vielleicht gerne mitgenommen, was dann nicht möglich war? Also ich tatsächlich wohne aktuell in Berlin, Großstadt, große Distanzen. Das heißt, ich nutze E-Scooter sehr viel so für die erste und letzte Meile meines Wegs, weil sozusagen die U-Bahn-Station dann doch noch ein Stückchen von meinem Zuhause entfernt ist. Ich merke es vor allem, weil ich gar kein Auto habe und es auch nicht brauche, vor allem einkaufen. Da merke ich, dass es sehr unbequem ist, wie ich schon vorhin in dem Pitch angesprochen habe. Die Kiste Bier zu Freunden zum Beispiel würde ich super gerne nicht beantragen müssen. Aber auch sozusagen, wenn ich mich auf dem Weg für einen Wochenendtrip mache, der Hauptbahnhof ist auch ein Stückchen weg. Da würde ich dann auch gerne einfach mein Weekend-Bag auf den E-Scooter schmeißen und zum Hauptbahnhof düsen, um so eben sozusagen nicht nur eine Menge Stress, sondern auch Zeit zu sparen. Du sagst, ihr seid schon relativ weit und ihr wollt bald live gehen. Gibt es denn sowas auch wie einen Prototypen? Also steht irgendwo sozusagen euer Add-on, den man physisch sich mal angucken könnte? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das war ein zentraler Bestandteil auch von unseren ersten Entwicklungsschritten, dass wir so bald wie möglich einen funktionalen Prototypen erstellen wollten. Das heißt, aktuell sind wir sogar schon in der 8. Generation von unserem Prototypen. Es gibt einen physischen Prototypen, der auch extern gefertigt wurde. Es gibt auch ein sehr spannendes Produktvideo. Vielleicht kann ich das im Rahmen auch nochmal teilen. Da kann man eben gucken, wie das in live aussieht. Und der nächste Schritt ist, dass dieser Prototyp jetzt eben getestet wird und extern zertifiziert, dass er dann in die Produktion gehen kann. Herr Fiordi-Spina, wenn Sie das hören, man merkt auf jeden Fall, da steckt sehr viel Energie hinter, da steckt sehr, sehr viel Power dahinter. Wie haben Sie The Mission und die Zusammenarbeit erlebt? Also ich habe die Zusammenarbeit insbesondere natürlich mit dem Parcello-Team als sehr, ich würde jetzt mal sagen, inspirierend erlebt. Und wie man jetzt, glaube ich, in den Ausführungen von Theresa gemerkt hat, steckt dann wahnsinniger Unternehmergeist auch dahinter. Also wirklich auch zielorientiert und ergebnisorientiert. Und das Team von Parcello hat von Anfang an wirklich sehr, sehr viel Motivation und Herzblut in diese Mission gesteckt und hat es wirklich zu ihrem Projekt gemacht. Und ich hoffe, wir konnten Parcello ein Stück weit bis hierher begleiten. Die Gespräche laufen weiter und ich freue mich auf alles, was jetzt mit dem Team noch zu gestalten ist. Wenn ich mal ganz zugespitzt fragen darf, jetzt ist natürlich speziell dieses Einkaufen, speziell das Transportieren von vielleicht Bierkisten, ja eigentlich so eine Domäne des Autos. Wie ist das bei Seat? Wie sieht man diese ganze Mobilität rund um die letzte Meile? Konkurrenz oder wird das mitgedacht aus eigenem Interesse? Wie sieht das aus? Naja, wir haben ja gezielt mit dem Thema bei The Mission 5 gestartet. Ich glaube, was wir hier vor allem vorliegen haben, ist der Megatrend Urbanisierung. Dem muss man als Automobilhersteller auch Rechnung tragen. Wir tun das bei Seat. Wir wissen, dass in einem urbanen Umfeld die Menschen durchschnittlich 10 Kilometer Distanz haben
und ehrlicherweise, und das ist auch unsere, ja, unser Statement dazu, braucht man dazu kein Fahrzeug, sondern man braucht Mikromobilitätslösungen. Das haben wir unter der Submarke Seat Mo schon getan. Wir bieten Kickscooter und Elektroscooter an, und um genau diesem Need entgegenzukommen oder zu stillen vielmehr. Und ich glaube nicht, dass das eine Konkurrenz ist, sondern wir sehen es vielmehr als eine Ergänzung, weil für lange Strecken wird das Auto nach wie vor eine Mobilitätslösung bleiben. Aber für die kurzen Strecken und vor allem im Rahmen der Urbanisierung und im urbanen Kontext glauben wir, dass Mikromobilitätslösungen auch eine große Rolle spielen werden. Vielen Dank schon mal für die ersten Einblicke. Sie sehen wir gleich nochmal wieder. Theresa, an der Stelle möchten wir euch ganz, ganz viel Glück und Erfolg wünschen. Alle haben es gehört. Business Angel sind gesucht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Und wir werfen einen Blick auf die nicht letzte Mission, aber sagen wir mal auf die zuletzt abgeschlossene Mission. Das war Energy Be Empowered. Und hier war einer der Partner Techem, der Energiedienstleister für die Immobilienwirtschaft. Und gleichzeitig war ein Team dabei, Enovato. Und da habe ich schon bei der Recherche rausgefunden, da gab es mehrere Umbenennungen. Warum das so war, werde ich jetzt gleich erfahren. Ich begrüße aber erstmal Ferdinand Zimiela, der uns eine Einführung geben wird in das, was ihr macht. Hallo Jessica, danke für die nette Introduction. Mit Enovato wollen wir tatsächlich die Energieberatung digitalisieren. Also wenn du jetzt, Jessica, dein Haus sanieren lassen möchtest, kannst du Fördergelder beantragen vom Staat. Die Fördergelder zu beantragen, benötigst du allerdings einen Energieberater. Der Energieberater hat derzeit wenig Zeit, weil es viel zu wenige von diesen gibt und sehr ausgebucht sind. Das heißt, du wartest 3 bis 4 Monate, bis du einen Termin hast bei dem Energieberater. Das Problem ist, ohne den Energieberater bekommst du keine Fördergelder. Und wenn du die Fördergelder bekommen willst, dann darfst du mit der Sanierung vorher nicht beginnen. Das heißt, 3, 4 Monate lang steht dein Projekt still. Aber warum existiert dieses Problem und warum ist es auch so wichtig, das Problem mal anzugehen jetzt? Wir haben derzeit 11.000 Energieberater, die zuständig sind für 12 Millionen Wohngebäude, nicht Wohngebäude, generell Gebäude in Deutschland, die saniert werden müssen bis 2050. Das Ziel ist, klimaneutral zu werden, und mit der derzeitigen Sanierungsrate von 1% schaffen wir es, 3,5 Millionen Gebäude zu sanieren bis 2050. Das heißt, es bleibt eine Gap von 8,5 Millionen. Und um diese Gap zu schließen, muss die Sanierungsrate auf 3,5% steigen. Und eins der größten Bottlenecks, wie bereits genannt, ist der Energieberater. Und deshalb haben wir uns zu Herzen genommen, die Energieberatung zu digitalisieren. Das Kernprodukt der Energieberatung ist der individuelle Sanierungsfahrplan. Der individuelle Sanierungsfahrplan ist letztendlich einfach ein energetischer Ist-Zustand des Gebäudes. Davon werden die Maßnahmen abgeleitet, die renoviert werden müssen, um ein energieeffizientes Haus zu haben. Und diesen Prozess wollen wir mit Enovato digitalisieren. Wir wollen den Hausbesitzer dazu befähigen, die Daten selbstständig aufzunehmen und den Sanierungsfahrplan innerhalb von 24 Stunden zu bekommen, sodass er die Fördergelder innerhalb von einer Woche bekommt, anstatt 3 bis 4 Monate zu warten. Das ist unser Projekt derzeit, und jederzeit schaut auf unserer Webseite vorbei auf enovato.io, oder wenn ihr Fragen habt, jederzeit auf mich zukommen, auf LinkedIn oder sonst wo. Vielen lieben Dank. Ich kann dir an der Stelle sagen, der Need ist auf jeden Fall da. Wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft und hatten auch noch keinen Energieberater da. Absolut. Wie stellt ihr denn sicher, dass sozusagen Kunden da die richtigen Daten eingeben? Wird das irgendwie überprüft? Muss man darauf vertrauen? Also es gibt momentan drei Ansätze, die wir verfolgen. Der erste Ansatz ist einmal, dass wir den Hausbesitzer dazu befähigen wollen, die Daten selbstständig aufzunehmen. Wie man das dann genau macht, da kann man Lernvideos mit dazugeben, genaue Anweisungen. Ich meine, es ist keine Rocket Science, es ist ein standardisiertes Protokoll, was sie ablaufen. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, Servicekräfte, die keine Energieberater sind, vor Ort zu schicken und die Daten aufzunehmen. Also nochmal günstiger, als wenn der Energieberater selber vor Ort geht. Oder der dritte Ansatz ist tatsächlich, eine Software-as-a-Service-Lösung letztendlich für alle Energieberater bereitzustellen, dass die Daten effizienter vor Ort selbstständig aufnehmen können. Das alles ist auf jeden Fall deutlich schneller als die jetzige Vorangehensweise. Ferdinand, ich habe schon angesprochen, ich habe nämlich am Anfang versucht, euch zu googeln, und dann habe ich versucht, euren Podcast zu finden, und dann fragte ich hier irgendwie nach, ich habe es nicht gefunden. Ja, die haben sich schon mehrmals umbenannt. Auch scheinbar ein Teil von The Mission, dass man eben ab und zu mal optimiert und vielleicht nochmal nachjustiert. Wie war das bei euch? Warum diese Umbenennung?
Ich meine, was ist so das Wichtigste bei einem Startup? Dass man ein Problem löst. Ja? Und wir sind in die Mission gekommen, um wirklich ein Problem zu finden. Wir sind in das Thema gegangen, okay, wir wussten, wir wollen Impact haben, dann müssen wir in den Bereich Energiegüter rein. Deswegen haben wir uns bei der Mission beworben. Und dann sind wir in die Gespräche gegangen mit den Corporate Partners und haben versucht herauszufiltern, was sind die wirklichen Probleme, die gelöst werden müssen. Und im Laufe der Mission waren dann halt immer wieder Probleme, mit denen wir uns ein bisschen gedatet haben, würde ich mal sagen. Ja? Und ich schaue, okay, passt nicht, gehen wir in eine Beziehung mit diesem Problem ein, ah, mal schauen, wir schauen mal weiter. Und dann erst gegen Ende von der Mission hatten wir dann wirklich dieses Problem identifiziert, wo wir gemerkt haben, damit haben wir einen richtig großen Impact und das wollen wir jetzt umsetzen und das wollen wir jetzt angehen. Und deswegen haben wir erst am Ende uns mit dem Namen festgelegt. Herr Hartmann, ich sehe Sie die ganze Zeit fleißig nicken. Sie stimmen zu. Dieses ganze Thema Energieberatung, Sanierung, inwiefern treibt das Techem um? Naja, ich will mal anders anfangen. Zunächst mal, Ferdinand hat sich ja auch etwas gesucht, wo er einen Impact haben kann auf das, was diese Gesellschaft, was den Planeten besteht. Das gleiche galt für mich auch, als ich zu Techem gegangen bin. Denn ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass wir unseren Umgang mit der Energie verändern. Und für Techem und uns bedeutet das ganz konkret, dass wir der Immobilienwirtschaft sehr konkret helfen, dass sie ihre Klimaschutzziele möglichst schnell erreichen. Und von daher gibt es da eine große Symbiose, sage ich mal, von den Themengebieten. Was ich gut fand, war, dass Ferdinand und das Team hingegangen sind. Die sind ja mehrfach, wie sagt man so schön neudeutsch, pivotiert, um genau dahin zu kommen. Und ich glaube, das braucht es auch. Wir brauchen gemeinsames Denken und Hirnen, um wirklich die richtigen Antworten zu finden. Und da finde ich es genau richtig, erstmal das genau zu testen und hinzukommen. Ja, und von daher geht es, glaube ich, um einen Punkt hier, dass wir nämlich gemeinsam innovieren und gemeinsam versuchen, die Probleme der Zeit da zu lösen. Und das ist in dem Fall ein wirklich gemeinsames Problem. Ich wünschte, Ferdinand könnte mit seinem Team auch, sage ich mal, Monteure digitalisieren. Nee, das ist natürlich ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt. Wir haben alle eine riesen Herausforderung, dass wir nicht genügend Menschen haben. Wir haben nicht genügend Energieberater, wir haben nicht genügend Monteure, wir haben nicht genügend Leute, die das Thema wirklich auch handwerklich unterstützen können. Von daher, jeden Bereich, den wir digitalisieren können gemeinsam, der zahlt echt auf das Ziel ein, um Geschwindigkeit aufzunehmen und das Thema wirklich erledigt zu bekommen. Ferdinand, du hast gehört, die Unterstützung ist da, das Interesse sowieso. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg. Und Herr Hartmann, Sie würde ich bitten, direkt in unserer Runde zu bleiben für unser nächstes Panel. Ich stelle nochmal alle vor. Matthias Hartmann, Sie bleiben bei uns. Sie sind CEO der Techem-Gruppe. Ich begrüße zum zweiten Mal Giuseppe Fiordispina, Marketing-Direktor bei SEAT Deutschland. Und noch einmal Jürgen Hahn, Leiter strategische IT und Digitalisierung bei Schaeffler. Schön, dass Sie alle drei nochmal bei uns sind. Wir haben jetzt gerade die Pitches gehört. Das war dann ja immer nur ein Unternehmen von mehreren, die Sie in diesen Zyklen begleitet haben. Ich würde jetzt gerne mal einen Blick hinter Ihre Kulissen werfen. Es geht natürlich alles um das Thema Innovation. Es geht alles um das Thema Nachhaltigkeit. Inwiefern hat dieses Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren bei Ihnen wirklich an Speed gewonnen? Und was, das vielleicht direkt eingeschlossen, ist gerade so die größte Herausforderung in Ihrem Konzern zu genau diesem Thema? Herr Fiordispina, vielleicht starten wir mit Ihnen, weil da ist natürlich, bei Autos liegt es immer so ein bisschen auf der Hand. Ja, ganz klar ist das Thema quasi, ich würde jetzt mal sagen, alles zu hinterfragen und zwar ja auch radikal. Ja, das beginnt bei uns bei der Gewinnung von Rohstoffen, der Logistik, bei der Produktion bis hin zu der Energieerzeugung für selbige. Ja, wir brauchen mehr Kreislaufwirtschaft, wir müssen Synergien nutzen und Emissionen halt dort vermeiden, wo sie nicht notwendigerweise entstehen müssen. Und Mobilität kann dann nur nachhaltig sein, wenn es der gesamte Kreislauf ist, wenn der gesamte Kreislauf quasi betrachtet halt. Also beginnt bei der Idee bis hin zum fertigen Produkt und der Nutzung bis ans Ende des Lebenszyklus. Ja. Produktionsseitig findet da bei uns schon wirklich einiges statt. Bei Cupra Born zum Beispiel, unser jüngstes vollelektrisches Fahrzeug, da sind Teile der Innenausstattung aus recyceltem Material gefertigt. Wir forschen zudem an Fahrzeugteilen aus Reishülsen und betreiben eine Biogasanlage für den Betrieb von sogenannten CNG-Antrieben. Ja. Und um nochmal zurückzukommen zum Cupra Born, verfolgen wir da auch wirklich ein gesamtnachhaltiges Konzept, in dem wir auch verschiedene Initiativen von CO2-Neutralität erreichen. Also außerdem bekommen wir bei der Produktion in Martorell, also in Spanien und in unserem Headquarter,
betreiben wir da bereits Drohnen für Teillieferungen, kommen da zum Einsatz. Und ja, es sind nur einige Beispiele, ja, die SEAT schon heute ja, bietet, um verschiedene emissionsfreie Lösungen anzuwenden. Und ich habe es vorhin ja in dem Interview in Mission 5 schon angesprochen, auch das Thema Mikromobilitätslösungen, also im urbanen Raum, um eben dem Megatrend Urbanisierung eine Antwort zu geben und den Need da auch zu beleuchten, haben wir eben das Thema E-Kick-Scooter und E-Scooter, also Elektroscooter in der 125er-Klasse, letztes Jahr in den Markt gebracht. Was Sie gerade mehr oder minder als erstes gesagt haben, war das Thema Produktion. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das auch bei Schaeffler im Mittelpunkt steht, da Emissionen einzusparen. Ist das so, Herr Henn? Absolut. Ich meine, zum einen, wir haben natürlich auch eine ganzheitliche Sustainability-Roadmap, wo wir alle Bereiche abdecken. Aber klar, ich meine, wir sind ein Unternehmen, das über 70 Produktionsstätten weltweit hat. Ich habe es vorhin mal erwähnt, über 60.000 Mitarbeiter, die dort unterwegs sind. Das heißt, besonderer Fokus, ganz klar, wie machen wir unsere Produktion nachhaltiger? Aber auch das hat natürlich viele Facetten. Da geht es darum, die Energie, die wir dort beziehen, wie sorgen wir dafür, dass die aus erneuerbaren Energien kommt? Da haben wir schon einen guten Schritt gemacht. Wir sind seit 2020 in allen deutschen Werken, beziehen wir 100% durch ja, grün erzeugten Strom. Das rollen wir jetzt weltweit aus. Ein Aspekt. Aber auch, und ich glaube, die Herausforderung ist immer sehr stark in dem Umfeld, wo ich mit physischen Elementen zu tun habe. Also allein schon in den Fabriken zigtausende Maschinen, die dort stehen, die teilweise natürlich schon 10, 15 Jahre alt sind. Wie können wir die umbauen, damit die Energieeffizienz dort entsprechend reinkommt? Das sind Dinge, die kann ich nicht so von heute auf morgen machen. Da brauche ich einen langen Atem. Und auch einen sehr, sagen wir mal, systematischen Ansatz. Oder das Thema, die Rohstoffe, die wir beziehen. Nachhaltigkeit heißt ja auch, ich muss die ganze Lieferkette entsprechend betrachten. Für uns ist zum Beispiel der Bezug von Stahl ein wesentliches Element. Wenn wir nicht dafür sorgen, in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, dass wir den Stahl mit grün erzeugten Energien bekommen, dann werden wir immer ein Problem haben, als Schaeffler zu sagen, ja, wir sind jetzt zu 100% komplett nachhaltig über alle entsprechenden Scopes. Da zum Beispiel haben wir jetzt eine Zusammenarbeit ja gemacht, weil wir heute mit der Mission sehr stark über Startups reden, mit dem norwegischen Startup H2 Green Steel, die sich vorgenommen haben, Stahl komplett aus erneuerbaren Energien mit Wasserstofftechnologien etc. zu beziehen. Und da geht es, glaube ich, dahin, dass wir nicht mehr in diese klassischen ja, Supplier-Beziehungen gehen, sondern zusammen mit so einer Firma arbeiten wir zusammen. Wie kann man das wirklich machen? Wir als Kunde, die als Erzeuger, wie gehen wir am besten vor? Also ich glaube, die Zusammenarbeit in solchen Ökosystemen ist ein wesentlicher Faktor. Wir werden das nicht alleine schaffen. Wasserstoff sicherlich ein riesiges Thema. Wenden wir uns Techim und der Immobilienwirtschaft zu. Man sagt ja immer, der kommt eine ganz, ganz große Bedeutung zu, wenn es wirklich darum geht, Deutschland als gesamtes Land klimaneutral zu machen. Denn da geht noch ganz, ganz viel CO2 verloren, ist das falsche Wort, sondern da entsteht vor allen Dingen eine Menge. Was ist bei Ihnen im Arbeitsalltag da gerade die größte Herausforderung oder die größte Stellschraube? Ja, die größte Stellschraube ist die Herausforderung, die Sie beschreiben. 35% des CO2-Ausstoßes kommt aus Gebäuden in diesem Lande. Und der Sektor ist in den letzten 10 Jahren trotz massiver Investitionen, vor allem in die Dämmung, nicht wirklich vorangekommen. Der Sektor hat seine Klimaziele nicht erreicht, wenn wir uns das anschauen. Ergo ist die Herausforderung sehr groß und die Zeit, die uns zur Verfügung steht, ist da sehr kurz. Und die Bewegungsschnelligkeit des Sektors, klar, Bauprojekte sind langfristige, die ist halt eben auch hier ein entsprechender Hemmschuh. Von daher beschäftigen wir uns mit zwei Aspekten. Das eine ist auch fair, wir für uns als Techim, als Unternehmen selbst, wie kriegen wir unsere eigene Klimaneutralität und wie kriegen wir das entsprechend gestemmt? Da nehmen wir uns eine Beziehungstechnologie. Aber der wirkliche Hebel ist für unsere mehr als 57.000 Kunden, die wir haben. Und da entwickeln wir uns halt eben hin von einem klassischen Heizkostenverrechner. Das waren wir früher. Submetering war unser Kerngeschäft. Und mittlerweile verbauen wir halt eben E-Mobilität. Wir verbauen entsprechend Solar auf die Dächer. Wir betreiben 5000 Heizungskeller. Und wir sind natürlich dort auch auf dem Weg, neue Technologien letztendlich mit hineinzubekommen. Und hier ist zu werben, das Geschäftsfeld, das wir nicht vergessen dürfen. Wir müssen
Ich habe gerade Regulatorik vereinfachen, große Hoffnung auf die neue Bundesregierung, da stehen gute Ansätze drin. Das sind dicke Bretter, die gebohrt werden müssen, denn Jürgen hat es gerade eben so schön gesagt, keiner schafft das alleine und unsere Branche lebt bislang, bitte? Und unsere Branche lebt bislang eigentlich davon, dass jeder allein und die gemeinsame Arbeit im Startup-Ökosystem, die gemeinsame Arbeit in der Immobilienwirtschaft, das ist das, was uns vor allem beschäftigt und was wir schaffen müssen. Jetzt haben Sie gerade das Stichwort genannt, dicke Bretter bohren. Das Schöne ist, dass Startups das oft etwas schneller können als vielleicht ein sehr, sehr großer Konzern. Wie wichtig sind Startups zum Beispiel bei SEAT, Herr Fiordi-Spina? Naja, ich glaube, wir haben die Erfahrung gemacht, dass, ohne fachliches Know-how der, ich nenne es jetzt mal, jüngsten Generation, das eben nicht mehr geht, zumindest die Anforderungen an die urbane Mobilität neu zu denken. Wir brauchen diese, frischen neuen Köpfe und wir müssen auch durch diese neue Generation uns selber quasi challengen, uns von den alten, bekannten, ich nenne es immer so gerne, ausgetretenen Pfaden zu lösen. Und das ist natürlich schon ein Thema, was mir auch bei The Mission 5 unglaublich gut gefallen hat und auch inspiriert hat, weil diese Generation denkt Mobilität anders und neu. Und wir brauchen diese Impulse von außen und vor allem von der Generation, die es am Ende natürlich auch zur Anwendung bringen soll. Wendig und schnell, das hat Sie begeistert. Wie war es bei Ihnen, Herr Henn? Was hat Sie besonders beeindruckt an den Teams, bei denen Sie, mit denen Sie bei The Mission zusammengearbeitet haben? Also zum einen erstmal war natürlich klasse das Setup der Teams, dass es immer sehr, sagen wir, diverse Teams waren, die teilweise ja zusammengesetzt sind mit Leuten komplett aus der Welt verteilt. Also allein da kommen schon sehr viele kulturelle unterschiedliche Aspekte rein. Fand ich schon mal ein klasse Setup. Ansonsten begeistert hat mich, ich glaube, kann mich nur anschließen, einfach dieses Out-of-the-Box-Thinking, wie wir das so schön bezeichnen. Da wurden halt Dinge hinterfragt, wo wir im ersten Moment gesagt haben, stimmt, eigentlich haben sie recht, warum haben wir das nicht selbst gemacht? Und das sind immer so diese erhellenden Momente, die dann zeigen, man braucht halt einfach Inspiration von außen und dann noch auch generationsmäßig von jungen Leuten. Ich meine, da geht es um denen ihre Zukunft und ich bin halt begeistert, wie engagiert die rangehen. Ich glaube, wir haben es ja auch gesehen vorhin, als die Kolleginnen und Kollegen ihre Pitches gemacht haben. Da ist eine Passion dahinter und die wollen was gestalten. Und wenn wir denen das Umfeld bieten, Zugang bieten, wie es heute aussieht, dann kommen da auch die Themen, wo das hinterfragt wird. Und ich glaube, es liegt dann an uns, da auch offen zu sein und die Dinge dann auch aufzunehmen und nicht zu sagen, oh nee, haben wir auch schon probiert oder nee, war schon immer so, machen wir nicht. Ich glaube, das ist dann der Mindset, den wir auf unserer Seite auch haben müssen. Sonst wird es nicht funktionieren. Aber genau das kam mit der Mission eigentlich sehr schön zusammen. Fand ich super. Herr Hartmann, diese Aufgabe, diesen Innovationswillen eben auch ins Unternehmen zu tragen, auch die Strukturen zu schaffen, damit solche Ideen es schaffen bis auf alle Ebenen. Wie versuchen Sie das bei Techim sicherzustellen? Das ist ein großes Problem für jedes etablierte Unternehmen. Wir werden im nächsten Jahr 70 Jahre alt und das war genau die Frage, die wir uns gestellt haben vor 2,5 Jahren. Ich will 3 Aspekte nennen. Zum einen, ich glaube, du musst eine Basis finden, wie du kulturell und vom Wertesystem zusammenkommst. Wir haben uns vor 1,5 Jahren hingesetzt, damit 300 Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus einen neuen Unternehmenszweck definiert, der heißt, wir sorgen gemeinsam für die digitale Energiewende in Gebäuden. Also Thema zu finden, wo die Leute auch wirklich sich mit identifizieren können und wo sie jemanden haben. A2, du musst, glaube ich, eine Umgebung schaffen. Und wir haben uns angeschaut, wie machen das denn eigentlich andere? Denn wir waren in der Vergangenheit auch nicht das digitalste Unternehmen, wirklich nicht. Und wir haben gesagt, naja, jetzt einen Inkubator in Berlin zu gründen, das war nicht für uns der Weg. Und so sind wir nach Frankfurt-Rödelheim gegangen und haben dort mit der TechMX unseren Inkubator gegründet. Der ist weit genug weg, nämlich 10 Minuten von der Niederlassung, aber er ist nah genug dran, damit wir die nicht mit durch auch hinbekommen. Und übrigens haben wir dann auch die X dort genutzt, um zum Beispiel mit der Mission, der sechsten Mission dort einfach auch mal einen Terminabend zu machen und uns auszutauschen, dass wir überhaupt Menschen zusammenbekommen, die gemeinsam wirken können. Und das Dritte ist, glaube ich, dass wir mittlerweile dabei sind, wirklich die Denke auch
der jungen Unternehmen, der frischen Unternehmen viel stärker bei uns mit reinzubekommen. Wir verändern unsere Methodik, die Art und Weise, wie wir arbeiten mit OKRs und was hast du nicht gesehen. Das hat methodische Gründe. Der Jürgen wird das alles natürlich wissen aus seinem Unternehmen und seiner Historie. Ich glaube, wir versuchen das als Techim eben auch. Und da macht er nichts. Und wir investieren auch nicht mehr in irgendwelche VC-Funds per se, um irgendwo einen Griff dran zu haben. Wir machen immer ein Projekt, und das ist der dritte Schwerpunkt, wir machen immer ein Projekt mit einem Kunden im Co-Development und mit einem Startup, mit einem PropTech, damit wir gemeinsam innovieren und damit wir es wirklich tun. Also weg vom PowerPoint-Chart hin zum POC, hin zum Tun, hin zur Messbarkeit. Und dann können die Dinge zusammenkommen. Das junge Unternehmen sucht ja quasi eine Möglichkeit, wie nach uns gehen. Aber wir haben die Interesse, um ganz schön immer vor genug zu haben. Und dann 1+1 = 2, was schnell genug ist. Herr Hartmann, leider haben wir totale Probleme. Dann kann das auch nicht funktionieren. Herr Hartmann, wir haben leider etwas Probleme mit Ihrer Leitung. Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir aber mitbekommen. Sie sagen wirklich, zusammenarbeiten, Leute an einen Tisch bringen, gemeinsame Projekte starten. Und genau unter, ich glaube, mit diesem Spirit haben Sie alle The Mission unterstützt und werden uns hoffentlich auch weiter unterstützen. An dieser Stelle ganz, ganz vielen lieben Dank an Sie drei.